Disclaimer: Das folgende Szenario ist eine fiktionalisierte Interpretation historischer Ereignisse. Weder die Autorin des zugrunde liegenden Originalmaterials noch die an der spielerischen Umsetzung Beteiligten erheben den Anspruch, historische Wahrheit darzustellen. Alle dargestellten Ereignisse, Dialoge und Figuren, obgleich sie vage Anleihen an der historischen Wirklichkeit nehmen, sind in erster Linie Produkte unserer gemeinsamen Fantasie. This is a fake news scenario. Kult. Divinity Lost. And the Rockets. Red Glare. New York City. Sonntag, der 6. November 2016. Trump Tower. Auf der Fifth Avenue. Direkt am Central Park gelegen. Ein 55 Stockwerke hoher Monolith aus schwarzem Glas und Stahl. Die aufsteigende Morgensonne taucht den Turm in einen rötlich-goldenen Schein. Passend zu den Herbstfarben des Central Parks zu seinen Füßen. Vor dem Gebäude patrouillieren Polizisten in ballistischen Schutzwesten und bewaffnet mit Maschinenpistolen hinter hastig aufgestellten Betonbarrieren und Schutzzäunen, kontrollieren Ausweise, Handtaschen und Rucksäcke jeder Person, die Zutritt zu Donald Trumps Firmensitz und Privatresidenz wollen. Seit Monaten belagert eine stetig anschwellende Menge Protestierender das Gebäude, in dem Trump, streitbarer Immobilienmogul und Reality-TV-Star, vor Monaten von einer goldenen Rolltreppe stieg, um die Kandidatur für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu verkünden. Damals hielten viele seine Ankündigungen für einen schlechten Scherz, ein verzweifelter Ruf nach Aufmerksamkeit, ein PR-Stunt eines alternden Milliardärs in geschäftlichen Nöten. Und auch heute noch, 2 Tage vor der Wahlnacht, bemühen sich die Nachrichtensprecher der von Trump so kritisierten Mainstream-Medien um Zuversicht, reden Hillary Clinton, der ehemaligen First Lady und Außenministerin und Kandidatin der bisher regierenden Demokratischen Partei, das Wort. Die ehrwürdige New York Times sieht an diesem 6. November die Chancen bei gerade einmal 16% für Donald Trump, 84% für Hillary Clinton. Doch die gebetsmühlenartig wiederholten Mantras klingen mehr und mehr wie Stoßgebete, unter die sich Verunsicherung, Angst und Hysterie mischen. Was, wenn Hillary verlöre? Was, wenn Trump tatsächlich in das Amt des mächtigsten Mannes der Welt aufsteigt? Im 52. Stock, direkt unter Trumps dreigeschossigem Penthouse, ist die Wahlkampfzentrale der Trump-Pence-Kampagne untergebracht. In einer leerstehenden Luxuswohnung auf diesem Stockwerk seid auch ihr untergebracht, die Praktikantinnen und Praktikanten des Executive Election Committee. In einer Luxuswohnung, die für mehrere, deren Kaufpreis bei mehreren Millionen Dollar liegt, die ihr euch im Leben nicht würdet leisten können, seid ihr untergebracht auf billigen Einzelbetten aus dem Target Discount Store. Gefangen in einem seltsamen Kontrast zwischen dem Luxus dieser Wohnung und den Zwängen einer Wahlkampagne, die vielleicht nicht unbedingt immer bestens darauf vorbereitet war, es in diese Endrunde der Präsidentschaftswahl zu schaffen. Ihr seid mit den geringfügigeren Tätigkeiten des Tagesgeschäfts so einer Wahlkampagne betraut. Anrufe bei potenziellen Spendern und Unterstützerinnen, die Vorbereitung von Wahlkampfmaterial, Redaktion von Texten, Catering und Roommanagement für die ständig im Haus stattfindenden Meetings und Pressekonferenzen und last but not least Qualitätskontrolle über die Social-Media-Kanäle des Kandidaten. Ihr seid unterbezahlt und überarbeitet. Seit Monaten schlaft ihr zu wenig und esst zu schlecht. Je näher der Wahltag rückt, desto fester werden die Daumenschrauben angezogen. Um 5 Uhr in der Früh erschallt an diesem Sonntag eine Kakophonie aus Signaltönen diverser Smartphones und Wecker und reißt 8 von euch aus einem unruhigen Schlaf. Ray, warum erzählst du uns nicht ein bisschen über dich selbst, über dein Aussehen und über die ersten Gedanken an diesem Morgen? Ja, Ray. Eigentlich sollte ich mich besser fühlen, als es tatsächlich der Fall ist. Als er mich vor langer, langer Zeit angesprochen hat,
und mich für diese Kampagne hier rekrutiert hat, hieß es, ich sei jemand ganz Besonderes, ich sei sehr, sehr wichtig für diese Kampagne. Meine Fähigkeiten, meine Kontakte, die Geschichte meiner Familie, all das würde mich ganz besonders qualifizieren. Und ja, ich habe das geglaubt damals. Ich habe gedacht, Mensch, wenn das klappt, zumindest meine Arbeit hier, wenn das ein gutes Ende nimmt, dann kann ich es echt, dann kann ich es weit bringen. Ah, heute Morgen, als der Wecker klingelt, mir ungefähr das 88. Mal in Folge, richtig schlecht gelaunt, als der Wecker klingelt. Ein Teil von mir will hinschmeißen. Aber das ist auch keine Option. Also, ich wische mir meine schwarzen Haare aus dem Gesicht, reibe mir die Augen, kontrolliere erstmal mein Handy, ob es irgendwelche ganz besonders wichtigen Nachrichten gibt von irgendwem, um die ich mich jetzt sofort kümmern muss. Wie ihr alle wirst du feststellen, dass ihr tatsächlich schon eine erste E-Mail von Kellyanne Conway bekommen habt, der Wahlkampfleiterin, die sich natürlich so früh bei euch nicht blicken lässt, aber wo schon die Aufgaben für den Tag drin stehen. Ray, für dich ist es keine große Überraschung, es ist dieselbe Aufgabe, die du schon seit Wochen machen musst. Du bist so ein bisschen ein Teil des Aushängeschildes dieser Kampagne und auf dich wartet heute natürlich wieder, jedenfalls bis zum frühen Nachmittag, Arbeit in der Lobby, das Begrüßen von allerlei Besucherinnen und Besuchern, die zu Trump gehen dürfen, die eine Audienz bei ihm haben. Und zwar zusammen mit deinem Kollegen Blake und Danielle Bishop, einer anderen Praktikantin. Ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Jedes Mal muss ich mir auf die Zunge beißen, um nicht zu sagen, herzlich willkommen im Trump Tower, ich bin hier der Aushänge-Latino. Kommen Sie rein. Ist das nicht toll? Wie geht's Blake eigentlich heute? Ja, Blake geht's immer blendend. Das nicht, indem er sich aus dem Bett geschält hat und seine blonde Mähne gebändigt hat. Steht er da nur in einer Boxershorts bekleidet und fängt an, halbstark irgendwelche Frühsportübungen zu machen. Er wird genau das anziehen, was er jeden Tag anzieht. Den Anzug, den er anziehen muss, und statt dem Sakko seine Footballjacke von den Lions hier aus New York, der College-Mannschaft der Columbia, ist immer gut gelaunt, zumindest scheint es so. Er ist ein Bademann sondergleichen und dabei an Ian rumzurückeln, dass er denn letztendlich auch aufsteht. Ja, den wirst du auf dem Sofa noch halb finden, sitzen, eingeschlafen, Strubbelkopf möchte man meinen, also nicht ein wirklicher Afro, aber schon dann doch für seine helle Haut, sehr auffällig, wie kraus das Haar ist. Ja, ganz im Gegensatz zu dir, unglaublich schlaksig, sehr dünne Ärmchen, und wenn du ihn dann wach machst, wird er dich aus müden, verschlafenen Augen angucken. Greift erstmal neben sich zu diesem Couchtisch und wird sich zwei, drei Ibuprofen reinhauen und dann zu dem Energy Drink greifen, der daneben steht, und sich dann so ein bisschen das T-Shirt zurechtziehen, was er jetzt mittlerweile seit zwei Tagen anhat. Er stinkt auch schon so ein bisschen, klappt dann auch wieder den Laptop auf, den er noch auf seinem Schoß liegen hat, und nickt dir zu. Oh, morgen. Ja, komm! Keine Müdigkeit vorschützen, mein Freund. Nee, nicht vorschützen. Der Alte hat schon wieder vor zwei Stunden hat er wieder einen Tweet abgesetzt, Mann. Das ist eine einfache Katastrophe. Lass mich mal in Ruhe. Mach mal irgendwas mit John oder so. John, steh auf, Mann! Und sofort springe ich auf. Gucke hinab in New York City. Zu New York City. Salutiere erstmal, denn ich mache hier... Da ist hier mein Staatsdienst. Ich mache zumindest diese Wahlkampagne groß. Zumindest denke ich das. Ich strahle über beide Ohren hinweg. Mein jüngliches Gesicht ist fast gar nicht gezeichnet durch die Müdigkeit. Zumindest versucht es, das Lächeln vorzutäuschen. Die Haare sehr stark gegelt und der Anzug
immer noch an. So stehe ich auf, gucke mich um und gucke natürlich dann auch sofort, was ich für Aufgaben habe, denn je früher ich anfangen kann, desto mehr schaffe ich und dann gucke ich zu den anderen. Guten Morgen! Guten Morgen! Morgen! Ein wundervoller Tag und wir so viel zu tun, sicherlich. John, als der einzige richtige Republikaner hier unter den Praktikanten, bist du natürlich stolz, dass du wieder eine sinnvolle Aufgabe bekommen hast. Telefondienst, das Abklappern von allerlei Spenderinnen und Spendern, Leute, Unterstützerinnen und Unterstützer der Republikanischen Partei, die jetzt, wo Trump endlich die Vorwahl gewonnen hat, natürlich alle Gewehr bei Fuß stehen und ihre Checkbooks in der Hand, um die Kampagne zu unterstützen. Deine Aufgabe ist es, zusammen mit Kate und den übrigen Praktikanten, die keine anderweitigen Aufgaben haben, Listen abzutelefonieren, die Kellyanne euch zugeschickt hat. Schier endlose Listen mit Unterstützerinnen und Unterstützern, nochmal für die Spenden zu danken, die schon getan worden sind, nochmal zu schauen, ob man nicht vielleicht noch ein paar $1,000 rauskitzeln kann aus den Leuten. Und natürlich auch den diversen republikanischen Verbänden auf der lokalen Ebene, besonders in den sehr wichtigen Swing States, also Florida, North Carolina, South Carolina, in Iowa, Ohio, Michigan, Illinois, da einfach nochmal durchzutelefonieren, die Leute zu motivieren, ihnen zu verstehen zu geben, dass Trump sich kümmert und dass er mit ihnen ist und dass sie sich jetzt nochmal besonders ins Zeug legen müssen auf der Zielgeraden, damit das Versprechen von Trump to make America great again eingelöst werden kann. Maga, was, Baby. Was hältst du denn von deiner Kollegin Kate, die gerade verschlafen aus dem Zimmer der beiden weiblichen Praktikantinnen herausgetorkelt kommt und mit dir diese Aufgabe machen muss? Ja, ich beäuge sie natürlich schon ein bisschen skeptisch, weil man ihr nicht gerade so die Motivation ansieht, die ich gerade innehabe. Und in mir scheinbar wirklich dauernd ist. Aber eigentlich bin ich so euphorisch und versuche einfach sie mitzureißen, umzustimmen. Ja, na Kate, das wird ein langer Tag. Aber für diese Aufgabe, für den Preis, dass hier wieder wer Richtiges rankommt an die Macht. Überleg mal, wir können dabei helfen, wir Kleine. Mit fast noch geschlossenen Augen antwortet sie: Haben wir die Hälfte Leute nicht gestern schon angerufen? Ja, aber besser zweimal als gar nicht, oder? Und überleg mal, wenn noch ein paar Dollar mehr rausspringen, was wir alles damit machen können. Denkst du nicht, dass sie irgendwann genervt sind? Nein, warum? Und zudem, überleg mal, manche brauchen diesen Motivationsschub immer wieder und wir müssen ihnen mal zeigen, wo es lang geht und dass sie nicht den Glauben verlieren, weil gerade, dieser andere Wahlkampf, das ist ja manchmal schlimm und wir müssen die Leute bei Stange halten. Wir können wirklich was bewegen hier. So halb vor sich hin nuschelnd antwortet sie die ersten Worte zum Schlechteren. Ja, wenn du meinst, dann können wir wahrscheinlich was bewegen. Oh, Blake, wenn du schon so rumhüpfst, dann kannst du schon mal bitte auf die Kaffeemaschine drücken. Ja, läuft doch schon. Ja, und Captain America zückt auch gleich das Telefon und ruft dann schon die Nachbarn hier an. Hoffentlich weiß er das mit der Zeitverschiebung. Ja, danke. Oh, der Mann ist so echt grausam. So ein alter Knacker und hat noch so viel Energie. Keine Ahnung, wie der es nicht schafft, nicht nur nachts einen Tweet noch abzusetzen, sondern dass er dann auch noch, weiß nicht, wollte er nicht heute noch irgendwie einen anderen Start fliegen? Drei Termine am Tag, der Junge ist so irre.
Ja, guck mal an. Da zeigt er auch seine Motivation. Er möchte wirklich. Na gut, ich meine, Hillary ist ja ähnlich alt, aber die schafft ja gerade mal einen Auftritt in einem Monat. Ja, guck. Und deswegen wissen wir, glaube ich, hier, wer gewinnen wird. Ja, ich meine, mittlerweile sind die Foren auch dahingehend, ich habe jetzt die Skripts gerade am Laufen, 4chan glüht und Reddit auch, wie immer, aber das, also zumindest im Internet können wir die Leute schon dazu motivieren, jetzt das Ganze ein bisschen republikanischer zu machen als sonst. Ja, die Swing States sind natürlich ein bisschen kritischer, aber wenn wir die Leute doch nur mehr an ihre Computer kriegen könnten. Ja. Blake so mit seinem Smartphone rumspielt, fängt er immer dümmlicher an zu lachen und ihr, guck mal hier, ihr ist ein Kacke auf mit blonden Haaren. Dumb Trump. Ja, das ist nichts, worüber wir lachen sollten. Guck mal hier, haben sie eben so einen Donald Duck-Schnabel angemacht. Blake, du weißt schon, für wen wir hier arbeiten, oder? Ja, das ist trotzdem lustig, oder? Ja, ich habe auch ein neues Meme gefunden mit einer Orange, die so ein Gesicht hat, aber das können wir alles nicht gebrauchen. Aber Facebook läuft auch ganz gut, da müssen wir zumindest keine neue Werbung mehr schalten, da können wir die Gelder irgendwie in andere Sachen pumpen, weil, na gut, das neue System von Facebook ist ja dahingehend so, dass Teilen, Kommentieren und so weiter, das drückt das alles wieder nach oben und Trump macht so viel Wind, sowohl die Kritiker als auch eben diejenigen, die ihn cool finden, dass die da ordentlich Kontroverse drunter erzeugen. Ja, hier, Kate, guck, ein Kackehaufen. Mach das weg. Das ist ja fast süß. Lösch das, wehe, du drückst auf Retweet. Ja, okay. So, die ersten 50 Morddrohungen haben wir vorher auch schon. In der Nacht gab es 3000 Hackerangriffe, meistens aus China. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar russische Bots irgendwo einschieben können und dann bei Hillary einstreuen oder so. Mal sehen. Ach, ich muss erstmal wach werden. Wo hast denn die Koffeintabletten? Ich habe bei mir nur noch Ibuprofen, keine Ahnung. Schau mal im Nachtschrank. So, Männer, schwarzes Gold ist auch durchgelaufen. Hier gibt's erstmal Kaffee. Für unseren Captain America auch schön mit Sojamilch. Ja, du weißt doch, ich vertrag keine. Ich krieg davon Blähungen. Ach, du auch? Ich dachte, das wäre jetzt eher für John. Ach. Nee, gib mal her, ich trinke aber schwarz. Ja. Ray, für dich auch. Hast du Zucker? Milch, der ist mir sonst, zu bitter. Ah, was bist du für ein Weichei? Wenn du da was reintust, ist das auch kein Kaffee mehr, Snowflake. Ja, Zucker haben wir auch. Und im Notfall kipp hier was von den Energy Drinks rein. Die sind süß genug. So, Go Lions, sag ich nur. Auf geht's. Was liegt an? Irgendwie habe ich keine Aufgabe gekriegt. Ja. Dann. Ja, deswegen, ich will ja nur das Spiel angucken. Deswegen würde ich auch keiner vermissen, wenn das hier zu Ende ist. Ich glaube, du sollst in die Lobby gehen, habe ich gehört. Oh. Hauptsache, ich werde gesehen. Genau. Und, dann lass uns langsam los. Es wartet hier keiner auf uns. Du kommst mit mir. Okay, du fängst unten an, ich fange oben an, dann können wir die Liste runter telefonieren. Ja, dann können wir ein bisschen mittendrin noch was noch wegmachen. Wenn wir zwei, dreimal anrufen, ach, egal. Wenn du meinst. Und werf mir halt eine Tablette ein und eine Tasse Kaffee. Setz mir ein Lächeln auf. Ich hab gehört, wenn man lächelt, auch wenn man telefoniert, dann klingt man ein bisschen, ja, ein bisschen charmanter. Und wir brauchen das Geld. Ich fange an zu lächeln. Vor allem solltet ihr am Stehen telefonieren. Um ja, das? Man sieht es auch so und so genug, da hast du recht. Und John, vielleicht solltest du auch salutieren dabei, das merken die alten Leute. Natürlich. Eisenhower sieht mich noch, ich weiß. Güte, worüber ihr euch Gedanken macht. Und lass ihn doch, ist doch lustig. Am Ende besteht dann auch drauf, dass alle es tun. Oh Mann, es gibt einen neuen Remix, Techno-Remix mit Grapper by the Pussy. Bin ich mal gespannt, wie ich das aus dem Netz kriege. Ja, yeah, grab it by the pussy. Ist ja alles nur. Kate, was sagst du denn dazu? Das habe ich dich jetzt auch noch gar nicht gefragt. Wozu zu dem? Ja, zu dieser Aufnahme aus dem Bus. Hast du da eine Meinung zu? Macht man das so? Du meinst es, Sachen einfach aufzunehmen? Nein, nicht aufnehmen.
Ich habe jetzt noch nicht so viel mit Frauen gemacht, aber ich hatte jetzt angenommen, dass das, dass man den nicht einfach so zwischen die Beine fassen sollte. Also, was ist deine Meinung dazu? Jeder, der das tut, gehört hinter Schloss und Riegel. Ah, vielleicht ist Mr. Trump ist bestimmt nur rausgerutscht, irgendwas. Bestimmt meinte er es nicht so und überleg mal, der Bus war geschlossen, ob die es überhaupt gehört haben. Also ich glaube es ist so, dass er nicht so viel hinter steckt. Wollt ihr mich verarschen? Das wirklich? Das ist eine Tonaufnahme, die wir haben. Er hat es ja nicht mal geleugnet. Ach. Ach, trotzdem, jeden rutscht mal irgendwas raus. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ist ja auch schon ein paar Jahre her. Genau, deswegen. Und wir müssen uns jetzt auf den Wahlkampf konzentrieren und die Leute sollten das auch lieber sehen, was jetzt hier losgeht, was er verspricht hier. Und er wird seine Versprechen halten und das ist doch das Wichtige. Ja, dann solltet ihr am besten irgendwie mich hier in Ruhe alleine lassen, damit ich arbeiten kann und ihr könnt dann irgendwelche unwichtigen Dinge unten machen. Hände schütteln und anrufen. Genau, los, Leute, kommt. Ja, wenn meine Skripts laufen, dann erreiche ich nämlich 500 Leute und ihr nur 5. Ray, lass mal ein paar Bagels holen gehen. Hier ist schlechte Stimmung drin. 500 Leute, 499 Bots. Ja, los, Blake, komm mit. Ian, du bleibst einfach sitzen, wo du bist. Man hat dir ja einen Kaffee gebracht. Irgendwie ist dieser Sessel zu deinem neuen Zuhause geworden. Du bist dir gar nicht mehr sicher, ob du deine Beine noch bewegen kannst oder nicht, aber dein Laptop hängt am Strom. Du hast Kaffee, den dir die anderen Praktikanten bringen, wenn du ihn brauchst. Das ist ja alles fein, ne? Irgendwie fühlt sich der Sessel an wie so eine... Ja, wie der Sessel von Captain Kirk auf der Enterprise oder wie so eine Schaltzentrale der Macht. Ich meine, du hast es sogar geschafft, Kellyanne dazu zu bringen, dass sie Trumps Twitter-Account so einstellt, dass seine Tweets nicht direkt veröffentlicht werden, sondern dass sie quasi erstmal so ein Pre-Screening durchlaufen, so dass du nochmal die Möglichkeit hast, Sachen dran zu kontrollieren. Sachen auch zu ändern und deine Aufgaben für diesen Morgen sind auch in erster Linie Damage Control, Damage Control, Damage Control, was der Mann schon wieder alles von sich gegeben hat über Nacht an kruden Messages. Offensichtlich hat er die Vorwahlstatistik von der New York Times auch gelesen, dass er nur 14% Chance hat und Kellyanne ist der Auffassung, dass es noch ein bisschen zu früh ist, die Presse oder die New York Times und andere liberale Medien als Volksfeinde zu bezeichnen. Deshalb hast du erstmal den Auftrag, mach da mal ein bisschen eine bisschen bessere Botschaft draus. Ne? Also die Grundmessage soll die gleiche sein, aber von der Wortwahl her ein bisschen weniger Wähler verprellen. Ein bisschen mehr Trump, TM und ein bisschen weniger Donald Trump. Aber du weißt schon, was du zu tun hast, oder? Ja, ich krieg das schon hin. Also, er hatte da wohl auch wieder mit seinem Drain the Swamp angefangen. Ist natürlich auch jetzt mittlerweile so eine Abkürzung, so ein Logo, was wir nicht mehr etablieren wollen, weil das auch einfach zu aggressiv klingt. Wir sind dann mehr bei einem freundlichen Mager. Und ja, da werde ich dann Tweet um Tweet kontrollieren, die dann da abgesetzt werden sollten. Und dann nochmal versuchen, wie ich da dann die New York Times nicht ganz so staatsfeindlich wirken lassen kann. Und dann das alles noch so ein bisschen in den Rahmen lenke, dass Trump da auch noch mit mir zufrieden ist, dass Kellyanne mit mir zufrieden ist und dass ich nicht in wenigen Stunden gefeuert bin. Wie gehst du denn mit der Tatsache um, dass die in Anführungszeichen Telefonzentrale der Kampagne quasi direkt dir gegenüber in diesem Arbeitstisch auf dem Sofa da sitzen John und Kate, Benjamin und Gavin und müssen quasi von morgens bis abends pausenlos diese Werbegespräche am Telefon führen? Ja, also ich werde mir vor allem dann auch ziemlich gute Headsets dann besorgt haben, Kopfhörer, die dann hoffentlich geräuschunempfindlich sind, sodass ich dann abgekapselt vom Rest der Umgebung bin, irgendwie Musik drauf, dass ich dann nebenbei noch irgendwas hören kann, noch nebenbei so ein kleines YouTube-Video oder was auch immer man sich dann anmacht. Auch so ein kleines Hüngerchen, was mich gerade überkommt. Ich schaue noch gerade mal nach rechts die Couch runter.
Da habe ich noch so eine halbe China-Box, die noch nicht ganz gegessen ist. Ist natürlich schon kalt. Krieg noch mal kurz dran, schau mal, ob da, ja doch, die eine Fliege muss da weg und dann schiebe ich mir noch mal ein paar so Nudeln mit Hühnchen rein. Und schaue noch mal so ein bisschen schmatzend dann rüber nach rechts auf die andere Seite zu den Telefonisten. Ah, wenn die wüssten, hier wird die richtige Arbeit gemacht, nicht bei denen. Ja, John Newhouse, Praktikant beim Wahlkampfteam. Mit wem spreche ich da? Aha, Mr. Ja, Jonathan. Ja, Smith. Okay, ich wollte mich noch mal natürlich bei über Ihre Spende bedanken. Sehr, sehr nett. Sie haben in den Nachrichten schon gesehen. Ist es. Ja, natürlich. Aber wir müssen dann noch mehr machen. Sie wissen, Budget ist knapp und ein, zwei, ja, $100, natürlich, wäre natürlich dann noch an. Ja, würde super sein. Danke. John, dir fällt es gar nicht schwer, die Leute, die du anrufst, dazu zu bringen, vielleicht doch noch mal ein bisschen den Geldbeutel locker zu machen. Die Leute, die nicht ganz so auf der Trump-Linie sind, also die meisten Leute, mit denen du telefonierst, sind natürlich langjährige republikanische Unterstützer. Und du kannst immer so ein bisschen wuchern mit deinem Namen. Ne? Jeder kennt die Newports, die Newhouses, man kennt deinen Vater, man weiß, das ist alter republikanischer Adel sozusagen. Das heißt, du bist in der guten Position, du kannst die Leute davon überzeugen, für Trump zu stimmen, indem du entweder die Republikanerkarte spielst oder, wenn es Leute sind, die mit dem republikanischen Establishment nicht so viel anfangen können, dann kannst du halt einfach die junge, frische Rebellenkarte spielen, so ein bisschen, und die Leute dazu bringen, eben für Trump zu spenden und nicht für die republikanische Marke. Das ist so deine Stärke. Bei Kate bist du dir nicht so ganz sicher, auch bei den anderen beiden, die da mit dir sitzen, nicht so richtig. Gavin ist vor allen Dingen, naja, so ein bisschen so ein Großmaul halt, so ein Schwätzer, so ein bisschen wie Blake. Na, also so, schon, also weiß, aus einer gehobenen Schicht, also dir nicht so ganz unähnlich, aber sie sind einfach keine richtigen Republikaner, sie sind halt irgendwie so Opportunisten und du bist halt schon dabei, seit du denken kannst. Du leitest ja auch den republikanischen Club deiner Universität und lauter solche Sachen. Und bei Kate bist du dir am allerunsichersten, irgendwie scheint die nicht so richtig enthusiastisch bei der Sache zu sein und fährt auch deutlich weniger positive Spenden ein als du. Das wird natürlich alles immer festgehalten, ne? Mit wem habt ihr telefoniert? Haben die schon gespendet? Habt ihr nochmal was aus ihnen rausbekommen? Haben die noch nie gespendet und ihr habt sie endlich rumgekriegt?